So, Freunde, willkommen zur Maskerade. Ja, ich werde die Etappen einmal durchspielen und ich werde mal gucken, dass ich eine 5-Sterne-Helden nehme. Ja, ich will das mal versuchen, mit 4 Sterne durchzuspielen. Danach verballern wir die Schlüssel, die wir gekriegt haben. Willkommen bei der Maskerade. Dies ist ein Moment. Wo ist dein Kostüm, Elena? Du trägst auch kein Kostüm. Dann müssen wir die maskierten Banditen. Dann müssen die maskierten Banditen sie haben. Holen wir uns die Kostüme zurück, Kommandant. Alles klar. So. Ja, jetzt habe ich vergessen, mir die Übersicht anzugucken und diese Übersicht hier reinzupacken. Das ist natürlich ganz schlau. Das ist das, wenn man die Videos spontan macht, ja. Muss ich tatsächlich einmal mal eben gucken. Ich meine, ihr habt es ja wahrscheinlich eh schon alle gespielt, ne? So, in der ersten Stufe brauchen wir Lila und Rot. Obwohl, ne, wir nehmen Pyrum soll wohl angeblich der Endgegner sein. So, haben wir nicht hier irgendwie, wir haben keinen Titan, nehmen wir das Titan-Team. Hier ist es, so, Lila. 4 Sterne. So, wir nehmen definitiv einen Rigard mit. Wir nehmen bei Lila auch den Tiburtus mit und wir nehmen Steinspalter mit. Steinspalter ist neu. Ja, dann habe ich gesagt, zwei gelbe, ne? Nehmen wir Nebel und Lee. Truppen, ja, warte, wir geben Einspalter mal die 30er. Das passt soweit. Okay, gucken wir mal. Das sollte eigentlich relativ leicht noch sein. So. Okay. Wieder jetzt erstmal Specials alle laden bis zur Bossrunde. Auch wenn das jetzt hier nicht so wichtig ist, aber ich würde trotzdem sagen, dass man sich das angewöhnen sollte, ja, weil dann macht man es automatisch nicht. Aber nicht vorher. So, jetzt die Lilan da hoch. Okay. Endgegner. Zack, zack, zack. Okay, das war's schon. Okay. Alles klar, das ging schnell. So, ein Schlüssel. So, zweite Runde. Mal wieder gucken. Das gleiche Spiel. Also die Monster sind immer grün und gelb. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir nehmen eigentlich immer lila mit. Jetzt nehmen wir aber wieder gelb mit, weil wir haben die Bosse Lee und Tiburtus. Also bleibt dieses Team. Okay, auf geht's. Da kann man sich merken, ne? Die kleinen Monster, die bleiben alle. Dementsprechend kann man dann gucken, ob man dann, wenn man jetzt Rot hat, ne? Wilbur und so. Auch gute Alternativen. Wenn wir die spielen, kriegen wir ein bisschen Lila zusammen. Nehmen wir das so. Und so. Zwei von drei, das heißt, nächste Stufe ist die Boss-Stufe. Also wieder Specials sammeln, nicht verballern. Schön lila Diamant. Problem ist, wir haben sonst keine lila Steine. Also, doch, da unten. Okay. Okay, auf geht's. Zack, zack, zack. Steinspalter. Zack, grässlicher Geist. Ja, der macht ja nach jeder Runde, trifft er einmal. Können wir gleich mal eben gucken, was der so kann. So, welche Bosse haben wir jetzt? June und Richard.
Also bleiben die drei Lilan. Jetzt nehmen wir mal zwei Grüne mit. Drei Grüne, vier Sterne. So. Und so. Aber weißt du was? Wir machen das mal noch ein bisschen anders. Wir nehmen vielleicht jetzt nicht mal Season 3, sondern auch mal Helden, die Otto Normalverbraucher hat. Aber mal Rasselkopf. Ja, ist jetzt egal, ob Kostüm oder nicht. Geht jetzt nur um den Helden an sich. So. War das so? Blauer Diamant. Na, wie wir sehen, Monster bleiben immer gleich. War das so? Dann geht das in Grün ein. Okay. So, das ist jetzt natürlich nicht allzu spannend, aber ich will jetzt auch hiermit eigentlich in erster Linie nur zeigen, dass man das, meine ich, auch gut mit 4 Sterne schaffen kann. Für die, die jetzt nicht die super Auswahl an 5 Sterne haben oder generell gerade angefangen haben und nur 4 Sterne oder 3 Sterne haben. Das wäre auch nochmal eine Herausforderung. Obwohl ich glaube, die letzte Stufe der Maskerade schaffst du nicht mit 3 Sterne. Wäre ein bisschen hart. Ja, tatsächlich mache ich nicht. Machen wir es mal so und so. Wobei, das könnte man mal probieren. Maskerade mit 3 Sternhelden. So, wir haben noch eine Stufe, dann können wir eigentlich auch mal eben einmal alles losschicken hier. Okay, nehmen wir die. So. Den grünen ziehen wir rüber, damit wir hier grün haben. Jetzt machen wir erstmal die lilanen so. Holen uns die grünen ein bisschen nach oben, haben den Diamanten. Den Diamanten würde ich eigentlich gerne bis in die Bossrunde schleppen. Ich glaube nicht, dass mir das gelingt. Aber den werde ich schon vorher irgendwie verballern müssen. Hier kriegen wir lila, das ist gut. Hier haben wir grün. Ah, vielleicht schaffen wir es mit dem Diamanten. Ja, müssten wir eigentlich. Okay, Diamant mit in die Bossrunde geschleppt, sehr gut. Und dann auf geht's, würde ich sagen. Ah, wir hätten erst die Brutus machen müssen, aber ist nicht schlimm. Ja, wegen Death Down und so. Gut, Steinspalter, gib ihm. So kommt Lila nach oben. Ja, gib ihm auch, genau. Ah, da hast du den Falschen gegeben. Ihm geben, dann löst er gar nicht erst aus. Okay, ja, er ist in der Geistform, das heißt, da passiert nichts, ne? Er ist untouchable in der Geistform. Okay. Sehr gut. Dann gucken wir mal. Nächste Runde. Nehmen wir wieder gelb und lila, aber diesmal drei gelbe, weil es sind zwei lila Bosse. Die beiden behalten wir. Jetzt nehmen wir drei gelbe mit. Und zwar wieder Lee, Nebel und oh, viele haben auch Wukong. Nehmen wir mal Wukong mit. Ah, das passt alles. Nee, 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 nee. So die. Okay, gucken wir mal, wie das läuft.
Ah, das war doof. Jetzt habe ich nur einen Heiler dabei. Ah. Egal. Müssen wir jetzt durch. Ein Heiler, das läuft schon. Ich bin ja Empires and Puzzles Glückskind, ja. Ich habe immer super Boards, da läuft das dann auch ohne zwei Heiler. Mal haben wir roten Diamanten. Dann sind die beiden schon mal weg. Genau, hier können wir jetzt auch nochmal einen roten Diamanten. Aber den spiele ich jetzt erstmal noch nicht. Ja, machen wir Steinspalter ruhig mal an. So, dann gucken wir mal. Hauen wir mal den Diamanten jetzt weg. Da passiert noch nicht viel. Ja, wo hebe ich mir auf, ne? Für die Bossrunde. Ah, das ist interessant. Steinspalter ist völlig abgeschottet, ja. Der kriegt jetzt noch nicht mal die Heilung. Also wenn er in der Geistform ist, dann geht da nix. Aber ich finde ihn trotzdem ganz cool, muss ich sagen. So, jetzt gib uns mal hier ein bisschen... Ah, oh, wir brauchen Heilung. Gleich irgendwann. Okay. Eine Runde noch. Okay, dann machen wir mal hier einen blauen Diamanten. Okay, das sieht alles sehr gut aus. Ja, Heilung brauchen wir noch nicht. Unbedingt. Ah, das geht auch. Jetzt können wir mal. Ah, da kommt Lila hoch. Ich muss jetzt noch gucken, dass ich meinen Rigard nochmal geladen kriege, bevor wir in die Bossrunde gehen. So, jetzt. Okay. Eine gelbe Steinchen reicht, jawohl. So. Nicht perfekt das Board für die Bossrunde, aber das kriegen wir schon hin. Ja, Lee brauche ich eigentlich noch nicht, weil die haben ja noch keinen Mana. War das mal so. Zwei haben getroffen, einer hat verfehlt. Das ist natürlich stark. Die Macht von Wukong. Ah ja, da hat er jetzt seine Macht gezeigt, seine wahre. Gut. Ja, lila Stein trifft. Na, warum? So, okay. Oh. So, Nebel, Steinspalter, Wukong. Einmal verfehlt. Natürlich. Ah, Steinspalter regelt. Trifft man vielleicht nochmal Tür rum, dann ist er weg. Ja, sehr gut. Guter Mann. Ja, Li warte ich jetzt erstmal, ne? Bis Wukong Special weg ist. Weil dann weiß ich nämlich auch, dass Li 100%ig trifft und die Mana klaut. So wie jetzt. So, machen wir das so. Ah, reicht noch nicht. Ja, das ist okay. So und so. Wenn die nicht reichen, dann wird jetzt Steinspalter regeln. Zack. Okay. So, nächste Runde. Oh, jetzt müssen wir rote nehmen. Jetzt kommt Liana nämlich.
Okay, und zwei lilane. Also wir nehmen drei gelbe. Boah, jetzt müsste ich zwei rote nehmen. Wukong nehmen wir erstmal raus. Ja, Wukong war jetzt nicht so der Brüller. Nehmen wir mal. Gretel. Oh. Gretel mit. So, und jetzt wird es nämlich interessant. Auch wenn da jetzt. Ja, das werde ich, glaube ich. Ja, doch, das werde ich jetzt sogar in der Runde auch machen. Eigentlich müsste ich ja Rot mitnehmen. Aber. Jetzt kommt nämlich Proteus ins Spiel. Ja, wenn man Proteus nicht hat, wobei. Wilbur geht natürlich auch, ne? Wilbur zur Schadensteilung. Aber ich würde hier trotzdem mit drei Gelben reingehen. Und die Sache ist, ein Proteus beschützt halt, ne? Dadurch, dass er das Mana blockieren kann. Wobei ich hier Gretel wahrscheinlich nicht nehme, sondern ein Heiler. Ja, das Schaf, das ist jetzt ein bisschen extravagant, Season 3 und so, ne? Gut, Nebel auch. Aber Season 1, 4 Sternehelden. Man könnte es mit Hu Tao probieren, aber da wird es schon knifflig. Also ich würde jetzt wahrscheinlich die letzten beiden Stufen mit roten Helden spielen, ja. Für die, die es jetzt nicht so viele gelbe Helden haben oder jetzt zum Beispiel nicht Nebel und das Schaf, da würde ich an solche Helden wie Scarlet, Gormek, Wilbur, Sir Lancelot, hier Wilbur. Solche würde ich dann nehmen, die kriegt man einfacher, ne? Weil Gormek, Scarlet, auch Colan eventuell noch, das sind alles Season 1 Helden. Die sind eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt, weil da zwei lila Bosse sind, würde ich dann doch mit Gelb reingehen wollen. Aber in der letzten Stufe werde ich, mal gucken, wer ist denn da in der letzten Stufe? Liana und June, ja, da gehen wir dann mal mit Rot rein. Ah, da zeige ich das dann mal mit Rot. Wir brauchen natürlich jetzt hier keine Wirbelwinde, das wäre Verschwendung. Nehmen mal Mana mit. Wobei, nee, wir nehmen das Mana mit. Okay. Dann gucken wir mal, wie das läuft. So. Gelb, gelb, gelb. So, Nebel haben wir schon mal. Ja, schön, wenn man jetzt sowas spielen kann, ohne auf die Zeit zu achten und auf irgendwelche Flüche. Oder Schaf hebe ich mir erstmal auf mit der Heilung, falls es bedrohlich wird, weil jetzt sind nämlich auch die Monster schon so weit, dass sie eigentlich relativ guten Schaden machen. Ah, jetzt heilen wir dann vorsichtshalber mal. Okay, Board war so schlecht, dass es sich neu wechseln, dass es einmal komplett durchgewirbelt wurde. Dann machen wir das so und so. Mal ein bisschen schneller durch. Oder auch nicht. Ja, komm, Proteus, mach mal ein bisschen Schaden mit deinem Gift. Okay. So, machen wir einmal das Schaf. Hier können wir ruhig Proteus machen. Rigard können wir auch mal anmachen, weil Rigard ist jetzt hiernach wieder geladen. Okay, roter Diamant. Blauer Diamant. Oh, nochmal ein blauer Diamant. Ja, mal gucken, vielleicht kommt hier was Gelbes hoch. Perfekt, können wir auch direkt den Diamanten machen. Dann sind wir den auch los. Okay, zwei Runden noch. Nebel, Lee. Oh, was hier kommt. Nochmal das Schaf an. Hier können wir die gelben spielen. Bin auch schon wieder so ein bisschen am gucken, wie ich am besten mein Board aufstelle.
Ja, das war gut. So, alle sind geladen, dann können wir die spielen. Das reicht noch nicht. Schade. Ach, das reicht. Das könnte reichen. Ach, ist ja noch einer. Ah, erzählen kann. Aber trotzdem würde ich gerne den Diamanten nicht spielen. Auch wenn es nur meine Zweierfarbe ist. Weil ich muss ja trotzdem jetzt hier irgendwie gucken, dass wir da was hinkriegen. Ah, wohl. Hier gibt's nicht viel irgendwie, was wir uns zusammenbasteln können. Komm. Müssen wir durch. Zumindest haben wir einen gelben Diamanten, das ist schon mal gut. Mal riegert mal an. Okay, nicht das perfekte Board, was wir bräuchten, aber geht schon. Da machen wir erstmal Proteus an. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, uns das Board wieder irgendwie ein bisschen hinzubiegen. Hier haben wir einen roten Diamanten. Na, solange die jetzt Mana blockiert sind, können wir da ganz beruhigt die Diamanten spielen. So, okay. Nebel mal an, das Schaf an. Jetzt spielen wir erstmal den Diamanten. Ja, das Mana ist noch von den verlangsamt. Ja, jetzt können wir ruhig nochmal Mali machen, nochmal ein bisschen abziehen. So. Jetzt machen wir mal Fortbewegung. Wenn wir Glück haben, ist Tiburtus weg. Jawohl. Einmal an, das an, Mana weg, Proteus an. Auf geht's. So, wir haben wieder einen Diamanten. Auch gut. Proteus brauche ich noch nicht. Jawohl. Sollte reichen. Ah, noch nicht. Okay. Dann so. Okay, das funktioniert also. Jetzt gucken wir mal dann. Bossrunde wollte ich rote nehmen, ne? Da gucken wir uns das mal mit Wilbur an. Da warte mal, ich habe jetzt drei Energie, die will ich jetzt natürlich nicht verhunzen. Gehen wir eben hier hin. Da. Da ich kein VIP mehr habe, sind auch meine Loot-Tickets alle ziemlich rar. Dann einmal ganz kurz gucken, was haben wir hier drin? Okay. Gut, dann gucken wir mal letzte Level, ne? So, jetzt nehmen wir die roten, die ich ja gerade angepriesen habe. Wilbur, wo bist du? Wilbur. Scarlet können wir mitnehmen. Ach ja, und ihn habe ich natürlich ganz vergessen. Hier, wo ist er? Was ist er denn? Sturmfang. Sturmfang, auch sehr, sehr gut. Ja, zweiter Heiler, den brauchen wir. Man könnte jetzt. Er würde mich auch interessieren, ne? Aber er ist langsam. Aber wir haben kritische Chance. Also ich würde Scarlet mitnehmen, ja, an eurer Stelle. Ich nehme jetzt ihn mal mit. Einfach nur mal. Er ist wie Wilbur, ne? Wie Dingens. Sturmfang mit dem Angriff. Aber das ist egal. Eine permanente Angrifferhöhung. Ich will ihn einfach mal sehen. Gucken, was der so kann. Aber vom Prinzip her Scarlet, Gormek, Colin. Ne? Wenn man jetzt keinen Wilbur hat, dann würde ich Gormek mitnehmen. Wegen dem Death Down. So, machen wir schon mal Schadensteilung.
Ah, es bahnt sich schon wieder Nisa an. Ja. So, nun nehmen wir hier rüber. Okay. Achso, jetzt können wir uns ja mal hier angucken, was er kann. Ewige Knechtschaft. Okay. 30% Angriff, 30% Chance auf kritische Treffer und wenn der Charakter stirbt, wird er als Draugr wiedergeboren. Okay. Alles klar, gucken wir mal, was das hier macht. Nicht schlecht. Ah, blauer Diamant. Einmal heilen, Wilbur an, den Diamanten können wir mal zünden. Okay, sehr gut. Nehmen wir mal hier noch die roten. Okay. Wille 3 von 5. Machen wir ihn mal wieder an. Mhm. So, spielen wir das so. Kommt hier lila zusammen. Okay. Hier gucken wir mal. Kommt da was Rotes? Wunderbar. Hier haben wir auch was Rotes. Heilen wir mal eben. Okay, nächste Runde. Okay, jetzt müssen wir Specials sammeln. Also wir haben ja eigentlich alle gesammelt. Mal Rigard an, weil wir einiges an Lila haben. So, ich hoffe, dass der Diamant bleibt. Oh oh. Okay. Ja, ich versuche jetzt den Diamanten zu halten, ja. Ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird. Machen Rigard mal nochmal an. Machen wir den. Ja, das ist jetzt wirklich so, wie ich es auch konkret versuchen oder machen würde, ne? Mit dem Warten der Specials und so. Nur jetzt habe ich eigentlich gar keine Möglichkeit mehr. Den können wir noch machen. Den können wir noch machen. So. Jetzt wird's eng, ja. Ich brauche jetzt... Ah, okay, da haben wir rote. Okay, dann sind wir jetzt gut in der Bossrunde mit 3 Diamanten. Mal gucken, was da warum kommt. Machen jetzt mal Rigard erst an. Die machen wir an. So, Sturmfang hebe ich mir auf, ne? Sturmfang, also Rigard hat ja den höheren Attack-Up. So, erstmal die ganzen Diamanten, die uns nicht interessieren. Damit wir möglichst viele Steine von der Farbe kriegen, die wir brauchen. Okay. So. Machen wir ihn mal an. Und Proteus wieder an. So, weiter geht's. Mhm. Könnten auch mal gucken, ob das einer stirbt, dann kommt er als Draugr wieder. Obwohl, muss nicht sein, ne? Vielleicht stirbt ja auch noch einer. So. Gucken mal, gelb geht in rot. Okay. Mal Rigard mal an. Na, wird mir zumindest keinen raussnipen. Das ist schon mal gut.
So und so. Oh, Liana ist kurz vorm Auslösen. Bringen wir sie vielleicht vorher weg? Ne. Ah, da ist er. Was ist das? Ach so, was ist jetzt? Eine spiegelverkehrte Vision. Haha, nicht schlecht. Okay. Aha, 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 aha. Okay, machen wir das so, dann kommt Lila hoch. Okay. Umfang an. Oh, der Drauger. Machen wir den Drauger mal an. Was war das, 38? Was war das denn? Das war ja gar nichts. Du kriegst ja schon mehr Schaden, wenn du niest. So, Freunde. So kann man die Maskerade mit 4 Sterne machen. Na, also die Helden, die ich jetzt mal genommen habe, die jetzt nicht Season 1 waren, die kann man aber auch gut ersetzen. Ja. Das sollte alles möglich sein. Nur Proteus, Wilbur, das sind so Season 2 Helden, die sind wirklich essentiell wichtig. Ja. Diese Banditen hatten vielleicht komische Kostüme. Doch, sieh dich an, welch eine Wandlung. Ich betrachte das als ein Kompliment. So, was haben wir denn jetzt hier? 4 Beschwörungen können wir machen. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, auf geht's. Jedes 5-Sterne-Kostüm ist willkommen. Ah, komm schon, der letzte jetzt. Der wunderschöne letzte Versuch, Liana. Ah, Ishtak. Okay. Auch kein Monatzelt. Also, das war die Maskerade. Kein Glück bei den Beschwörungen, aber solide durchgekommen, ohne Probleme eigentlich. Wer es jetzt gerade eben so geschafft hat, so kann man es auch ganz entspannt schaffen für den nächsten Monat. Ne? Also, wisst ihr Bescheid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.